Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Ich verdrück mich schon wieder mal weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. So, ich wollte eigentlich nur das Schwert nehmen. Mehr wollte ich gar nicht. Weil ich höre eine Spinne und ich habe Angst, dass die hier raufklettern kann. Können tut sie, das weiß ich, aber ob sie uns auch erreicht, das ist die Frage. Hui, und zum anderen wäre es gut, wenn wir hier ein bisschen weiter bauen, ne? Der Shader leckt halt ganz schön, ne? Ach, das ist so schlimm. Aber ich soll nicht das einzige Opfer sein. Wirklich wahr, das soll es mehrere Leute geben, die auch gerne Life in the Woods spielen und die halt leider auch ein bisschen das Pech haben. Ich mache das einfach zu, dann sieht keiner mehr, dass hier kein Grün ist. So habe ich da unten, Entschuldigung, habe ich da unten auch. Ja, vorbildlich brav. Ja, wurscht. Was wollte ich sagen? Die haben halt auch das Problem, dass es leckt wie Sau. Es gibt momentan noch keine Möglichkeit, bis auf verschiedene Shader auszuprobieren, die ja, das Lecken ein bisschen besänftigen. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe wirklich, ihr habt sie gesehen, ich habe ja einige und ich habe wirklich viele ausprobiert. Ich habe ja wirklich einige Stunden investiert, um für mich den optimalen Shader zu finden. Aber ich muss leider gestehen, ich habe ihn nicht gefunden. Vielleicht kommt er noch, ich hoffe. Aber momentan schaut es nicht so super aus. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich werde ihn dann wahrscheinlich wieder ausmachen, wenn es zu krass wird. Aber das schaut auch nicht schlecht aus. Einfach so ein Beet am Boden. Hm, vielleicht fürs Gewächshaus dann später. Und, haben wir was bekommen? Nein, ich bin wahrscheinlich immer zu früh dran. Das wird sein. So, auf jeden Fall die Schüssel, die wir gefunden haben, ist irgendwie voll lustig. Warte. Ich werde das Ganze ein bisschen schöner versuchen zu bauen. Ich werde mal so eine Möchtegern-Küche zusammenschustern. So, dazu muss ich da drüben mal die Werkbank weghauen. So, und natürlich auch den Herd. Wusch. So, her damit. Her mit dem Herd. Und dann der Schleim hier kommt mal weg. Dann so. Ich nutze für mich selber eigentlich gerne oft die Werkbank so als eine Art Arbeitsfläche. So in der Küche, ne, wo Schneidbrett drauf ist und so weiter. Ich weiß, ich bin doof, aber ja. Getrockneter Fisch. Getrockneter Tintenfisch. Oha, den hat er uns gar nicht vorgeschlagen, ne? Köstlich. Und dann, ne, man kann sagen, hier hat man seine Kräuterecke, ne, wie man es in gewissen Küchen auch schon mal sehen tut, im Fernsehen und so. Dann kann man das hier schön verarbeiten und hier fertig kochen. Ah, das ist schon toll. Für so eine 0815 Küche ist das schon okay. So. Es leckt fürchterlichst, ne. Ah, was mache ich da, ich Depp? Was habe ich getan? Das habe ich alles gemacht. Ich habe mich verdrückt. Kann man den Knopf verheizen? Ich hoffe. Scheiße. Ich habe mich Vollgas verdrückt. Nicht nur halb oder viertel, sondern wirklich Vollgas. Warte, kann man das so machen? Warte mal, das ist auch verkehrt, ne? Aber man, ich glaube, man kann sowas schon verheizen, oder? Mein Scheiße. Ein schönes Holz. Ich bin so doof. Es tut mir so leid. Es hat geleckt, genau, richtig. Es hat geleckt, der Leck ist schuld. Geht das? Ach, leck mich doch einmal, das kann nicht sein. Das ist echt dumm, kann ich sowas. Das ist wirklich scheiß Knopf. Was mache ich jetzt mit den Knöpfen? Halt! Das war ich nicht. Ich muss das Lecken ausschalten, glaube ich. Also so. Dann. Wo war denn der Fisch? Hier gibt es drei, also zwei Stück gleich so. Das ist wieder typisch, also Zocki, ne? Die Zocki kann gar nichts. Zocki kann überhaupt nichts. Was ist denn das für ein komisches Kreuz? Ist das normal? Was habe ich eingestellt? Was habe ich gemacht? Geht das wieder weg? Was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Ist das normal, dieses Dingens da? Ich hoffe, das ist nur ein Fuck. Falsch. So, unser Superbogen ist hier. Da will ich es reinschauen, glaube ich. Oder warte. Jawohl, passt schon. Lass mal es hier.
Lass mal die Knöpfe da, ich bin. Vielleicht kann ich sie irgendwann doch noch brauchen. Ich bin einfach nur doof. So, dann wollte ich die Kiste zusammenschlagen, weil ich das kann. Mit der Axt geht's besser. Ups. So, und die Kiste wollte ich eigentlich so als Wandregal da oben hin platzieren. Das heißt, ich brauche etwas mehr Platz zwecks Decke und so. Das heißt, das muss mal kurz weg. So, blub, blub, blub. Jetzt ist halt die Frage, wie kriege ich das hin? Aber da fällt mir gerade was anderes ein. Da konnte man doch. Da gibt es doch was zum Bauen, oder? Da täusche ich mich, glaube ich, nicht. Warte. Konnte man denn nicht. Nein. Da unten, Entschuldigung. Konnte man nicht ein Regal bauen? Nein. Siehst du, es leckt. Ich muss da Regal. Kann man da nicht Regale bauen? Eichenholz-Trankregal. Achso, das ist ein Trankregal? Ist doch was Trankregal? Ah, hier, sowas. Eichenholzregal, sowas. Und was ist das? Bücherregal. Ja, da braucht ja man Bücher, ne? Genau, und die Bücher gehen mit Papier und mit Leder, glaube ich, ne? Ich hoffe, ich vertue mich da nicht. Inwie war das? Ach so, Eichenholzstufen, ein Brett und Dingens. Aha, okay. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Das schaut dann, vielleicht schaut das gar nicht so doof aus. Ich bin jetzt mal gespannt. So, auf jeden Fall mal so. Und ich glaube noch zu wissen, hier konnte man eben diese Bretter. 1, 2, 3. Ja, genau. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das in der Mitte, ne? Jawohl! Es schaut jetzt zwar dunkel aus, weil ich jetzt nur eine Holzsorte dabei habe. Aber mal schauen, wie es tut. Oh, hoppala. Ein bisschen weit unten, aber ich glaube, es schaut nicht so doof aus. So. Nochmal. Entschuldigung. Ich wollte es da oben. Na, was sagt ihr? Und ich glaube, da kann man aufmachen und dann kann man Sachen reinstellen, ne? Ich würde sagen, wie wäre es mit den Schüsseln zum Beispiel? Dann machen wir da drüben auch noch eine Schüssel. Dann könnte man das Salz zum Beispiel reinstellen. Was würde sich noch anbieten? Später auch mal. Ah, vielleicht. Warte. Wo ist denn das Salz hin? Ah, das war ja da. Entschuldigung. Ja, würde ich mal so lassen. Ja, schaut die gar nicht so doof aus, oder? So ein kleines Gewürzschränkchen mit unserem Geschirr. Mal so provisorisch. Versteht sich. Jo. Essenstechnisch haben wir unsere Fischis. Jawohl. Ich werde vielleicht nicht alle wegfressen. Das wäre vielleicht sogar schlau, denke ich mal. Und ich werde den Shader aus, oder? Tut er noch? Ja, es leckt schon scheißlich, ne? Warte, es leckt schon böse. So, dann probiere ich es nochmal ohne. Was habe ich da gedrückt? Jetzt ist es besser, es leckt zumindest nicht. Es schaut halt bei weitem nicht so hübsch aus, es tut mir sehr leid. Was habe ich da gedrückt? Ist das ein Ladefehler? Soll ich nochmal die Welt neu laden? Warte kurz. So. Und so. So. Und so. Düdel, düdel, dü. Und? Ist besser? Ich glaube, ne? Ja. Es schaut halt mit dem Shader so hübsch aus. Ich könnte es sonst noch probieren. Ich habe ja verschiedene. Also wie gesagt, der hat am besten eigentlich hingehauen. Die Extrem-Dingens. Vielleicht ist der jetzt besser. Vielleicht hat sich was geändert. Tatsächlich. Der lägt momentan nicht, ne? Um nicht gleich zu sagen, das haut sogar hin. Ich schwöre, Leute, ich schwöre euch, als ich mir die verschiedenen Shader angeschaut habe, war der, den ich jetzt gerade drin habe, derjenige, der am meisten geleckt hat. Bin ich froh, das haut gar hin. Schön, passt. Dann nehmen wir den momentan mal. So, ich sollte hier vielleicht auch, damit ich nicht aus Versehen mal hier runterstürze. Hier vielleicht das mal markieren ein bisschen. So.
Bärleiter und so, dass hier eigentlich runtergehen sollte. Oh. Kann man gleich machen. Das wächst eh noch fröhlich vor sich hin. Ich möchte gerne... Wir haben jetzt was zum Essen dabei. 2 Stück und hier müsste noch was sein. Also 4 Stück, 5 Stück gebratenen köstlichen Fisches. Das kann man nicht kochen, oder? Na, das wäre echt komisch gewesen. Kann man Eier kochen? Nö. Pilze? Schade, ich dachte so Bratpilze, ne? Zucker? Ich probiere einfach mal was aus. So, wo ist jetzt die Truhe? Da haben wir die Truhe. Stimmt, das wollte ich auch machen. Nur mal so, dass es ausschaut wie ein Küchenkastel. Ich bin hier noch lange nicht fertig. Na, also es ist momentan nicht sonderlich hübsch. Das ist mir schon vollstens bewusst. Oder wie soll ich das bauen? Ach, was tue ich denn da so doof? Schau mal. Einfach mal so. Das ist ein provisorisches Küchenkastel. Jawohl. So, damit ihr da gleich Bescheid wisst, das gehört sich so. Dann kommt auch noch Gewürze, Zucker, also sprich, tue ich mal dahin. Ich glaube, das kann man so. Boah, das geht echt gut momentan mit dem Shader. Ich bin voll zufrieden. Hätte ich echt nicht gedacht. Der hat vorher gesponnen. Okay, es leckt doch ein bisschen, aber ich glaube nicht so schlimm wie beim vorigen. Es ist halt echt wow. Ja, einfach ein bisschen hin und her probieren, ne? Das habe ich eh schon mal gesagt. Ich halte mich nie an meine eigenen Worte. Niemals nicht. Wer tut denn das überhaupt? Sich an das halten und richten, was man sagt. Pff, bitte. So, mein Werkzeug, was auch immer das da oben zu suchen hat, das sollte eigentlich da sein. So. Mau? Was wollte ich jetzt? Schaut, habe ich auch noch was von dem Kies? Das nehme ich aber gleich mit. Mua. Das nehmen wir sofortigst mit. So, warte, da haben wir Sand. Da hätte ich noch Erde, die nehme ich auch mal mit. Wobei sie mit dem Kies da echt sehr gut gefällt, muss ich sagen. Dann, wie gesagt, hier haben wir den ganzen Schlamm. Ich glaube, das kann man so lassen momentan. So, bevor es wieder dunkel wird und ich heute wieder nichts zusammengebracht habe. Kann man dann eigentlich bei sowas auch, also da, fischen? Das wäre voll lustig. So, dann gut die Wusch. Ja, es leckt schon, ne? I'm so sorry. Platsch, platsch, dafür ist das Wasser schön. So, dann würde ich sagen, der Weg ist das Ziel. Und... Ich will da einfach mal so gerade durch. Ja, leckt schon wieder sakrisch. Das ist echt fies. Und wenn ich ausschalte und dann nochmal einschalte, das Ganze hier, dann geht's wahrscheinlich wieder, ne? Ja, ist irgendwie voll lustig. Vielleicht, wenn ich die Sichtweite etwas zurückdrehe, vielleicht ist das auch schon besser. Ich habe ja so einen Plan. Ich habe ja so einen Plan. Das fällt richtig auf, wie ich da in dieser Thematik hier belesen bin. Jo, so, tak, tak. Dann bauen wir hier gleich wieder zu. Tak, tak. Ein Händel. Hä? Wieso sind jetzt die Wolken... Ja, Händel! Bist du mir den ganzen Weg aus dem Wald hierher gefolgt? Oh, warte, ich helfe dir. Ich probiere es halt zumindest. So, mal schauen, ob... Es wird schon wieder dunkel? Das kann jetzt aber echt nicht sein, oder? Kann jetzt schon wieder dunkel werden. Ich habe gerade erst 2 Sachen gebaut. Jetzt hänge ich da fest. Das ist natürlich nicht so klasse. Kack, kack. Ja, ja. Du Händel. So, ich buddel einfach jetzt trotzdem mal stur ein bisschen noch herum. Wir haben ja noch ein bisschen was zu essen. Mache ich das überhaupt richtig, was ich hier machen tue? Ich hoffe. Da wäre so eine Fackel nicht schlecht, ha? Ich sollte die Fackel vielleicht hier hin tun. So.
Da könnte man auch einen schönen Tunnel bauen, wenn wir Bock haben. Was ich auch immer gern gemacht habe, ich habe keine Ahnung, was ich mache, ist hier mal so eine Fackel reinzusetzen. Die ist nicht im Weg und macht trotzdem hell. So ungefähr. Na, ich will... Ja, danke. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache. Oh ja, kann man eigentlich lassen. Und es ist ein Creeper vor der Tür und ich werde sterben. Wäre nicht das erste Mal. Kommen da nicht echt jetzt Zombies? Ich glaube, ich bin. Diese Bastarde. So. Halt. Und eine Spinne ist auch dumm. Ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Ich geheim. So. Aber das schaut. Das wird gar nicht so deppert ausschauen, ne? Creeper! Um Gottes Willen, da war ein Creeper. Bitte lass mich heim. Okay, den Shader muss ich rausnehmen. Das schaut so komisch aus mit den Wolken. Wartet mal ganz kurz. So. Machen wir es dabei wieder so. Huch. So. So. Ach Gottchen. Das war ein Klick zu viel. Entschuldigung. So. Bisschen besser. Tut mir sehr leid. Ja. So, was haben wir denn jetzt alles gefunden? Ich glaube, wir dürfen unser Abendmahl zu uns nehmen. Jawohl. Schmatz, schmatz, schmatz. Eins, zwei. Nehmen wir noch einen dritten. Weil wir heute so, weil wir heute so brav gebuddelt haben. Passt, da es jetzt schon finster und dunkel ist, würde ich mal sagen, ich verarbeite mal das gesamte Holz. Ah, das kann ich so machen, ne? So. Und so. Mal zu diesen Brettern hier. Dann können wir... Glas wäre aber auch nicht schlecht. Warte, wir haben irgendwo Sand. Ein einziges Sanddingens. Da kann ich ja schon mal Scheiben draus machen. Also Glas halt, ne? Und aus Glas macht man Scheiben. Okay, dafür habe ich zu wenig Glas. Das wird nur ein Glas, glaube ich, ne? Da brauche ich, glaube ich, drei, na, sechs Gläser. Ach, wie ging das? Sechs Gläser für wie viele Scheiben? Irgendwie so herum, ne? Und da möchte ich halt schon... Also hier, warte, du kommst weg. Das muss doch alles dann ganz schön werden und hübsch werden. Ja, so. Ich würde sagen, so. Küche. Wenn ich da oben das jetzt so mache, kriege ich das nicht mehr auf, ne? Dann geht die Truhe nicht mehr auf. Ja, ja. Das war so. Wenn ich jetzt aber... Ja, ja, zwecks Truhe, wie gesagt, ist nur provisorisch. Das wird dann noch anders. Wie wollte ich das machen? Hier wird dann auch alles Scheiben, ist eh klar, für Helligkeit und so. So ein Glasdach wäre auch was Cooles. Da. Nur mal zum Andeuten, dass es hier dann vielleicht weitergehen sollte. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wirklich hier alles Glas zu machen. Da kann man ja auch, da kann man ja viel machen, ne? Mittlerweile kann man Dachschrägen und solche Geschichten machen auch, glaube ich. So, wie schaut's aus? 1, 2, 3. Ja, das passt. So, komm her, Fackel. Wir fackeln nicht lange rum, du kommst jetzt her. So, so, so. Dann würde ich sagen, so. Mal so ein bisschen andeuten. Ich muss dann hier sowieso nochmal rauf. Und hier so. Dann hätten wir hier so ein großes Fenster und da. Oder soll ich gleich durchgehend? Ach, durchgehend schaut sich ja auch super aus. Warte mal. Wusch, wusch, ich weiß. So. So. Oh ja, na, das schaut so besser aus. Glaube ich. Oh ja. Ja. Oh ja, ja, ja. Ich Depp habe jetzt wirklich alles verbraten, ne? Ja. Trottel. Zocki, du Pfosten. Aber ist ja wurscht. Passt, glaube ich, schon. Warte mal, ich bin gerade so und so. Ich will vieles auf einmal machen, was vielleicht, hoppala, was gerade nicht so schlau ist. So, nein,
Ach so. Ich bin einfach. Ach so. Das kann man so auch reinstellen. Also man muss das gar nicht öffnen. Ach so, ja, okay. Ich habe das gewusst, wollte ich sagen. Natürlich habe ich das gewusst. Ja. Und dann würde ich sagen, da oben drauf dann die Decke. Dass man so auf 4 hoch hat. Ich glaube, das schaut toll aus. So ein. Ja. So ein Laubdach wie hier ist vielleicht oben dann, also grün. Also, vielleicht. Ich hoffe, das schaut toll aus. So, warte mal, ich mache mir so eine kleine Treppe. Dass man einfach hier, wenn. Oder soll ich das hier auch schon? Mit Laub. Und dann oben nur so ein kleines. Damit es ausschaut, damit es ein bisschen spitze wird. Oben vielleicht nur so ein kleines Schlafzimmerchen. Das könnte vielleicht sogar besser ausschauen. Warte mal. Ich werde in den. Ja, au. Wo haben wir denn das Laub? Das war hier, gell? Ja, da. Ich will was probieren. Ich kann nicht versprechen, ob das von außen irgendwie toll oder so ausschaut, weil den Eimer brauche ich momentan nicht. So. Ja, Baumhaus bauen ist nicht einfach. So, lala. Das ist einfach. Boah, gehört sich das so? Ich hoffe. Das ist einfach dann so, ne? Als Dach. Dann müsste ich hier das auch fast machen. Hier Laub, ne? Können wir eh noch machen. Verstehst, dass man einfach hier. Dass ich das einfach hier so per Laub mache. Das tat echt nicht schlecht ausschauen. So, natürlich außen. Hoppala. Mal mit Ranken und so. Na komm. Du darfst. Ich meine, nachbearbeiten muss ich sowieso. Das ist eh ganz klar. So. Entschuldigung. Mal einfach so aufs Gemüse gehüpft. Warte, geht das? Warte mal. So. Nur momentan, dass ich hier rauf kann. So. Boah, nicht, nicht runterfallen. Ganz langsam. Jawohl. So und so. Bin schon gespannt, wie das von unten ausschaut. Man kann sich, glaube ich, irgendwie festhalten auch, ne? Ja. So dann schon mal. Und hier. Boah, hoffentlich schaut das nicht doof aus. Den wollte ich eigentlich nicht da haben. Ich wollte ihn ein Stückchen weiter unten haben. Und dann einfach, dass es hier quasi so spitz ausschaut. Spitz. Ich bin auch, ja, spitz. Dann ist hier quasi der letzte. Dann kommt hier noch Holz drauf. Holzi, Holzi, Holz. Und es wird hell, ne? Ja, super. Wir können wieder auf Beute, auf Dingens gehen. Joa, schau mal. Das schaut echt nicht so schlimm aus mit dem hier, oder? Bin schon gespannt, wie das außen ausschaut. Also, mir gefällt das gerade. Dann sieht man nämlich hier den Fensterrahmen nicht so toll. Innen natürlich schon, weil es ja unser Baumhaus. Und dann können wir hier, wenn wir runterschauen, boah, das wäre echt cool, da könnten wir hier theoretisch sogar so einen kleinen Balkon noch machen, wenn es passt. Einfach mit dem Laub weiter raus, ein Stückchen noch vielleicht. Und unten natürlich, da wo das erste Laub ist, muss ich auch noch viel größer machen, das ist dann eh klar. Sonst schaut das schon ein bisschen doof aus. Boah, ich glaube, das könnte was werden, ihr Lieben. So, der neue Tag ist angebrochen. Was haben wir denn da? Eine Beere, was? Ich habe gerade. Hä? Gehört sich das so? Ich habe gerade mit der rechten Maustaste ernten dürfen. Dann steht das. Ach so. Na gut, okay, das hat hingehauen. Mit der rechten Maustaste durfte ich das ernten. Das schaut komisch aus. Ist das jetzt Gurke? Okay. Ich hoffe, die Gurke wuchert zu, ne? Oder ist mir das da jetzt einfach verreckt? Das habe ich denn ausgerissen, weil ich da was gebaut habe? Hör auf. Das sollte eigentlich nicht und so. Das wollte ich nicht haben. So. Wie schaut es mit Essen aus? Ja, wir sollten wieder mal was futtern.
Salat. Zum Glück wären die Samen nicht hin. Puh, das wäre echt schlimm gewesen. Mein Salat. Weil ich hier drauf getrampelt bin, ich Idiot, ne? Schau mal, wie das wächst. Mein Traum. Mei, wie cool. Okay, rechte, merkst du jetzt an mich selbst, rechte Maustaste, immer ernten. Zocki. Ja. Mei, ist das cool, mei, ist das cool. Irgendwie möchte ich dann auch mal so unterirdisch, ne? Quasi unter den Wurzeln des Baumes eine Höhle reinschlagen, ja? Und möchte dort unseren Pilzkeller machen oder so. Das schaut aus, als wenn das Laub anbrennen wird. Gut, wir gehen fischen, glaube ich, und Baum schlachten. Also alles beim Alten. Und vielleicht den Weg weiterbauen. Die Fackel ärgert mich da gerade ein bisschen. Da möchte ich zubauen. Was haben wir denn mit? Ja, stimmt, den Kies. Was? Hoppala, das war eins zu viel, das wollte ich gerade nicht. Warte mal. Obwohl, schaut, das wird ja grün. Diese Kieserde da, ne? Das wird bewachsen. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, das schaut schon besser aus. Dann kann man nämlich mit Erde, die Erde mit R, kann ich hier so, ne? So. Ja, wer ist denn da? Du Mistviech, du Dreikatz. Ja, natürlich macht er Boom. Dreikatz, Mistviech, Lendix. Mistviech! Blödes. So, vielleicht sollte ich da auch so ein bisschen. Das wär wieder schöner mit Erde, ne? Mit der Erde. Warte. Mit der Erde. So. So. Ich brauche unbedingt an Treppen. Nein, ich will hier raus. Geht nicht. Geht nicht, oder was? Wieso nicht? Grr. Jetzt, ha? Jetzt, ha? Ah, na, verkehrt. Ich wollte hier nämlich hier so auf der Seite die Erde. Seite. Auf der Seite hier Erde haben. Da will ich vielleicht was. Ja, so eine Fackel. Blub. Dann wollte ich hier eigentlich, damit es einigermaßen gleichmäßig schön ausschaut. Wie gesagt, einigermaßen und gleichmäßig. So, da bin ich jetzt verkehrt. So und so. So eine Doppeltreppe schaut aber auch nicht deppert aus. Also so eine längere. Das schaut sogar besser aus, glaube ich. So, tap, 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 tap. Mit Licht hier. Da wäre es besser, wenn das Licht da oben wäre. Naja. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Jo, ich glaube, das geht. Tap, 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 tap. Hier müssen wir noch ein bisschen. Da ist noch viel von dem Zeug. Aber es ist ja eigentlich wurscht, ob ich jetzt das nehme oder das andere. Schaut dann vielleicht sogar natürlicher aus. So. Das ist ja wurscht erst. So. Jawohl, jetzt sind wir da. Jetzt wäre es schön. So und so. Zack, 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 zack und zack. So. Wäh. Das wollte ich so gerade nicht haben. Ich wollte das mit Erde noch voll machen. Amy. Aha, okay, ich stehe mal. Geht das? Jawohl. Na. So. Und dann hier vielleicht eine Brücke rüber. Zahlt sich das aus? Ich meine halt hier rüber dann zu mir, ne? Aber da könnt ihr ja eigentlich. Pass auf. Da könnte man doch theoretisch, nur theoretisch, weil es Theorie und so, so vielleicht machen. Und hier dann einfach,
das weghauen. Probieren. Und hier vielleicht schon mal wieder einen anderen Kies, also einen anderen Ding zu wählen. Einfach so vielleicht. So vielleicht. Ich bin ja gespannt, ob die Erde dann irgendwann auch mal zu diesem Schlamm wird. Das habe ich natürlich, das habe ich wieder mal, keine Ahnung. Wahrscheinlich, kann ich mir halt zumindest vorstellen. Das Händel da drüben, ganz alleine. Ich hätte so gerne einen Stall für dich bauen. Kommt das gerade her? Schau mal. Wir können dir da was Tolles bauen. Wie das Händel darauf kann und ich nicht. Ich will auch Flügel haben. So, den haben wir auch weg. Dann können wir das hier so natürlich ein bisschen anpassen. Das sind Pfützen. Jo, das schaut dann vielleicht gar nicht so deppert aus. Und wie gesagt, hier werden dann später... Das bauen wir vielleicht auch weg. Auch so. Und hier vielleicht auch. Auch so. Und vielleicht hier noch einen hin. So vielleicht. Das könnte dann ja schon fast was werden. Ich muss dann nur hier überall noch eins wegnehmen. Das könnte ich gleich machen. Weil hier kommt ja Treppe hin, ne? Wie wir wissen. So. Dann Treppe. Dann hier Treppe. Ich habe mich gerade erschrocken. Mir zischt schon wieder so ein depperter Creeper. Meine Nerven. So. Was habe ich gemacht? Pff, ich habe das weggeschlagen und wieder hingebaut. Weil ich schlau bin. Schlau, 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 schlau. So. Ach du Heilige. So. So habe ich das gemeint. Also hier Treppe, ne? Treppe, Treppe. Dann ist hier nämlich ein bisschen verkleidet und versteckt. Und hier dann dasselbe in, huch, dasselbe in grün, meinte ich. Auch hier dann Treppe, Treppe, ne? So und so. Und so und so. Treppe, Treppe. Und hier den Schleimturm, also den Matschturm auch weg. So. Ich glaube, das könnte was werden. Und dann könnte man hier ja, wenn es mal passt, so vielleicht eine Brücke, so einen kleinen Steg vielleicht machen. Müssen wir aber nicht. Vielleicht gibt es ja auch so eine kleine Sitzecke dann mal hier. Boah, da können wir uns eh noch ausspinnen. Ui, der Part ist zu Ende. Es tut mir sehr leid, weil sie mal nicht kommen heute. Aber jetzt haben wir immerhin schon mal hier so einen kleinen Durchgang. Und das ist ja schon mal was für dich. So, hier machen wir noch zum Schluss eine Fackel hin, weil wir es können. So. Tada! Schaut dir mal nicht so schlecht aus. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer dieses Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Schon wieder die falsche Taste. Ach, die Macht der Gewohnheit, es tut mir echt leid. Na, mach weg das. Naja, dann beenden wir mal. Also dann, tschüssi.